Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einer bewegenden Trauerfeier haben die Briten heute von Prinzessin Diana Abschied genommen. Millionen Menschen begleiteten sie am Vormittag in London auf ihrem letzten Weg. Königin Elisabeth II. Verneigte sich, als der Trauerzug den Buckingham-Palast passierte. Der Gottesdienst in der Westminster-Abtei, an dem etwa 2000 Ehrengäste teilnahmen, wurde weltweit übertragen. Im engsten Familienkreis wurde Diana inzwischen beigesetzt. London hielt den Atem an und das ganze Land, als Diana heute Morgen um 8:08 von Kensington Palace aus auf ihre letzte Reise ging. Am Straßenrand genierte sich niemand seiner Tränen. Begleitet wurde der mit dem königlichen Standard bedeckte Sarg auf der ersten Etappe nur von einer Abordnung der Waliser Garde. Ehrung für die Prinzessin von Wales. Auf dem Sarg ihre Lieblingsblumen und ein kleiner Kranz. Für Mami stand da geschrieben, der letzte Gruß ihrer Söhne Harry und William. Als sich der Trauerzug Buckingham Palace näherte, erwies die Königin Diana die letzte Ehre, beugte das Haupt, als der Sarg vorbeizog und über dem Palast wehte die Flagge auf Halbmast. Vor dem St. James Palace warteten die Menschen, die Diana die letzte Strecke begleiten wollten. Ihre Söhne William und Harry auf ihrem wohl schwersten Weg, Prinz Charles und Dianas Bruder Earl Spencer. Ihnen folgten 500 Vertreter der Wohltätigkeitsorganisationen, für die sich Diana eingesetzt hatte. Stille und hier und da ein Schluchzen und von Westminster schlug die sonore Glocke im Minutentakt. Es wurde eine Trauerfeier wohl ganz nach dem Herzen der Prinzessin. 2000 geladene Gäste in der Abtei von Westminster, keine Staatsoberhäupte, aber Hillary Clinton, der Supertenor Pavarotti, Freunde und Familie. Dianas Bruder würdigte in einer eindrucksvollen Ansprache Leben und Leiden seiner Schwester und sparte auch nicht an Kritik gegenüber den Paparazzi und auch gegenüber dem Palast. A very British girl. Sie war ein sehr britisches Mädchen, das alle Grenzen überwand. Ihr natürlicher Adel war klassenlos und sie konnte im letzten Jahr beweisen, dass sie keinen königlichen Titel brauchte, um ihren eigenen Zauber zu verbreiten. Auch die Trauergemeinde honorierte die Worte mit Beifall. Und dann sang Elton John sein Lied und nicht nur Harry und William weinten. Letzte Station. Am Abend wurde Diana auf dem Familiensitz der Spencers unter Ausschluss der Öffentlichkeit und nur im Kreise der Familie zu Grabe getragen. Weltweit verfolgten etwa 2,5 Milliarden Menschen die Abschiedszeremonie für die Prinzessin. Der Trauerzug und der anschließende Gottesdienst wurden in fast 190 Staaten übertragen. In London selbst fiel der Ansturm der Menschen nicht so stark aus wie vermutet. Statt der erwarteten 6 Millionen kamen etwa 2 Millionen Menschen. Blumen übersät fährt der Leichenwagen mit Dianas Sarg durch den Norden Londons. Auf der Autobahn muss er plötzlich anhalten, nicht weil Steine, sondern zu viele Blumen geworfen wurden. Zehntausende von Briten hatten sich vor Riesenleinwänden im Hyde Park versammelt, das ein Fernsehprogramm zeigte, das sie eigentlich auch zu Hause hätten sehen können. Der Tod Dianas hat sie vereint, in Trauer und dem gemeinsamen Wunsch, an etwas teilzunehmen, was sie zusammenführt. Nach Schätzungen der Polizei hatten bereits 30.000 die Nacht auf der Straße kampiert, um möglichst nahe mit dabei zu sein. Dies ist für mich Geschichte und ich möchte Teil dieser Geschichte sein. Mit demselben Drang mitzutrauern und dies auch zu zeigen, wurde überall im Lande die Schweigeminute eingehalten. Selbst auf dem Weltflughafen Heathrow. Die sonst so steiflippigen Briten wollten Meinungen und Empfindungen äußern. Die Atmosphäre am Straßenrand war daher häufig auch eine Mischung aus Beerdigung und Volksfest. Viele waren mehr an dem Massenerlebnis als dem letzten Gruß für Diana interessiert. Jeder war glücklich, zusammen zu sein, eine tolle Kameradschaft, ohne zu vergessen, warum wir hier sind, nämlich die tote Prinzessin zu ehren. Was wir erlebt haben, sagte heute ein BBC-Kommentator, war vielleicht die Krönung Dianas zur Queen.
Das war in der Tat möglicherweise der heimliche Wunsch vieler Trauernder. Auch in anderen Teilen der Welt trauerten die Menschen um Diana. In San Francisco gedachten 14.000 mit einer Lichterprozession der Verstorbenen. In Deutschland berichtete die Polizei von leeren Straßen während der Fernsehübertragung. Die Bischöfin der nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche, Jepsen, sagte im Deutschlandradio Berlin, sie hoffe, dass sich die Trauernden auch der Ideale der Prinzessin annehmen und sich für Menschlichkeit einsetzen. Soweit unsere Berichte von der Trauerfeier von Prinzessin Diana. Weitere Reportagen und Interviews dazu bringt das Erste um 20.15 Uhr im Anschluss an diese Tagesschau.